Hallo, herzlich willkommen zu Tag 2 meines Adventskalenders. Und bevor wir das Türchen Nummer 2 öffnen, wollt ihr natürlich bestimmt wissen, wer gestern gewonnen hat. Und zwar ging es hier um dieses wunderschöne Buch. Sehr lustig, ist empfehlenswert. Hier habe ich nun alle Namen drin gesammelt, die mitgemacht haben. Noch einmal kräftig schütteln. Ich mache es zu euch auf. Und gucke sicherheitshalber noch weg. Also seht ihr es? Da sind Zettelchen drin, ne? So. Dann ziehen wir mal eins raus. Ja, das scheint eins zu sein. Hier habe ich es. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Kathleen Wagner oder Kathleen Wagner. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schick mir deine Adresse, ob über Facebook oder ich weiß, wir kennen uns auch bei Facebook oder hier über YouTube. Und dann bekommst du dieses wunderschöne Buch zugeschickt. Natürlich mit noch ein paar kleinen Extras dabei. So, ich mach mal deinen Namen in das Buch rein. Den Zettelchen. Wenn ich nicht vergesse, dass es ab sofort dir gehört. So, und weiter geht es jetzt mit Türchen Nummer 2. Und da gibt es das hier zu gewinnen. Nein, war nur ein Witz gewesen. Also nein, war kein Witz gewesen. Diesen schönen, süßen, kleinen Fotoständer gibt es tatsächlich, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ihr dazu gewinnen könnt. Und zwar kommen dazu noch grandiose 3 Leseproben. Ja, und das war immer noch nicht alles. Ihr wollt bestimmt das Buch wissen, oder? Welches ich euch... das ist das hier. Und zwar von Caro Martini, beim nächsten Mann links abbiegen. Ich denke, dass viele von euch vielleicht schon von diesem Buch gehört haben. Ich hatte von diesem Buch auch schon gehört, hatte mal eine Leseprobe davon gelesen. Konnte mich nicht so recht reinfinden, weil die Leseprobe, die ich gelesen habe, da ging es schon, also das war ziemlich weit hinten im Buch und irgendwie war ich da raus. Aber dieses Buch habe ich auch jetzt natürlich gelesen. Ich versuche immer alle Bücher, die ich hier zum Verlosen bekomme, auch zu lesen vorher, damit ich euch ein bisschen was davon erzählen kann und wie es mir gefallen hat. Ich bin normalerweise nicht dieser romantische Leser, aber das hier war wirklich interessant gewesen. Denn diese liebe Lucy, so heißt die Protagonistin, ja, ist so eigentlich zufrieden mit ihrem Leben. Allerdings hängt sie so ein bisschen fest. Sie hat einen Job, sie hat einen guten Job, ist heimlich in ihren Chef verliebt und ja, Single. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, da sie in ihren Chef ja nur verliebt ist und nicht mit ihm zusammen ist. Ja, auf jeden Fall geht sie eines Tages, eines Samstags auf einen Flohmarkt und dort wird ihr ein Navi verkauft für sage und schreibe nur 10 Euro. Was wirklich günstig ist. Es scheint zwar ein sehr altes Navi zu sein, aber sie nimmt es natürlich gerne an, da ihre Freundin Charlie, die so ein bisschen aufgeweckt und ein bisschen verrückt ist, ja, ihr vorgeschlagen hat, besorgt ihr doch endlich mal ein verdammtes Navi. Das tut sie nun. Und der erste Satz, mit dem sie von diesem Navi begrüßt wird, ist: Hallo Lucy, wo soll es denn hingehen? Lucy ist selbstverständlich etwas erschreckt, sie ist erschrocken, dass das Navi ihren Namen kennt, denn sie hat es nie irgendwo eingegeben. Es passieren noch viele seltsame Dinge, das Navi führt sie nie dorthin, wo sie eigentlich hin wollte, wo sie, ja, das Ziel, das sie ins Navi eingegeben hat. Es beginnt eine Kommunikation zwischen dem Navi und ihr. Und ja, ihr könnt miterleben, wohin das Schicksal Lucy verschlägt. Dieses Buch könnt ihr jetzt gewinnen. Ich habe das gesponsert bekommen vom DTV Verlag. Die waren so nett und haben mir das zur Verfügung gestellt für meinen Adventskalender. Dazu bekommt ihr natürlich noch diese Kleinigkeiten, die ich euch eben schon gezeigt habe. Mit dazu bekommt ihr dann natürlich noch ein paar Süßigkeiten. Und dann habe ich hier noch einen Blog, wie ihr sehen könnt, von einer Autorin, und zwar Tanja Neise, die diese beiden Bücher geschrieben hat. Eine Autogrammkarte von der lieben Tanja Neise und ein
Kärtchen von ihr mit dem schönen Cover von Die Orden der Weißen Orchidee, die Erbin Tai. Das ist der erste Teil der Reihe von ihr. Und mit dazu gibt es noch diesen tollen Kuli. So, wer dieses wunderschöne Paket gewinnen möchte, muss ganz einfach wie gestern einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo, aber das ist alles keine Bedingung. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch anderen Leuten, die gerne dieses tolle Buch lesen möchten, von diesem Tag 2 erzählt, damit sie auch mitmachen können. Und ja, heute Abend werde ich dann das nächste Video für morgen drehen und dann den Gewinner küren. So, Teilnahmebedingungen nochmal kurz. Unter 18 Jahren, dann bitte eine Einverständniserklärung der Eltern abgeben. Ansonsten reicht ein Kommentar und ihr seid im Lostopf. Viel Glück. Tschüss.